Zwei Bücher, ein Esel und ein Kamel, Teil 2. Aber schon in der nächsten Nacht drehte der Esel den Spieß um und schlich sich ans Bett des Kamels, um dessen angeblich heiliges Buch zu stehlen. Der Esel entfachte am nahen Strand ein Feuer und warf das Buch des Kamels freudig in die Flammen. Ja, so, jetzt gibt es nur mehr ein Buch, ja, nämlich meines. Kicherte er siegessicher. Doch am nächsten Tag kam wiederum der Esel nicht mehr aus dem Staunen heraus. Das Kamel lag seelenruhig am Strand und blätterte in seinem Buch. Na? Lachte das Kamel. Na, was guckst du so? Noch nie jemanden gesehen, der ein Buch liest? Der Esel verstand die Welt nicht mehr. Er hatte doch das Buch in der Nacht verbrannt. Aber es war nicht einmal ein bisschen verkohlt oder angesenkt. Nicht ein kleiner Hinweis darauf, dass es in den Flammen gelegen hatte. Nun war der Esel derjenige, der kopfschüttelnd seines Weges zog. Die beiden stritten noch Wochen so weiter und schließlich wurde es dem Kamel zu bunt und es begrub das Buch des Esels unter einem riesigen Haufen Kameldung. Der Esel, der dies von Weitem gesehen hatte, eilte herbei und beäugte, halb traurig, halb wütend, sein geliebtes Buch. Bist du denn völlig wahnsinnig? Du kannst doch nicht auf mein Buch... Schimpfte der Esel wütend und griff tapfer in den stinkenden Auswurf des Kamels. Doch gerade als sich das Kamel über seinen Triumph freuen wollte, blieb ihm das Lachen im Hals stecken. Das Kamel starrte ungläubig auf das Buch des Esels. Es war blitzblank sauber, so als wäre es nie unter dem Kameldung begraben gewesen. Da nun erkannte der Esel seine Chance und rief siegesbewusst. Siehst du, mein Buch ist das einzig wahre, denn nicht einmal dein Kameldunk kann ihm etwas anhaben. Und gleich geht's weiter mit Teil 3.